ganz schön idyllisch hier am Rhein. Ingelheim, eine ganz normale deutsche Kleinstadt. Aber hier irgendwo lebt die reichste Familie Deutschlands. Geschätztes Vermögen mindestens 50 Milliarden Euro. Das ahnt man hier nun wirklich nicht. Auf der Liste der reichsten Deutschen taucht die Familie nicht auf. Warum, sage ich Ihnen später. Der Reichtum der deutschen Milliardäre ist eher unsichtbar. Und das, obwohl er immer größer wird. Wir wollten wissen, wie ist es, so unermesslich reich zu sein? Wie groß sind Macht und Einfluss? Und was sagen die Superreichen dazu, dass die Empörung immer größer wird? Ein Jahr lang haben mein Team und ich versucht, in die Welt der Superreichen hineinzukommen. Wir wollten nicht über sie reden, sondern mit ihnen. Ich habe einen Milliardär im Privatjet begleitet. Ich will in den nächsten 5 Jahren so und so viel Cash haben. Und dann hatte ich 150 Millionen Cash. Und ich habe erfahren, dass man sich, wenn der Preis stimmt, im Grunde alles kaufen kann. Auch die Möglichkeit, kaum Steuern zu zahlen. Wir haben recherchiert zu Steuermodellen für Superreiche. Ein anonymer Informant sagt uns, da kann man zum Teil auf maximal 1% Steuern kommen. Wir haben uns die Tricks der Steuersparbranche angeschaut, versteckt gefilmt und waren baff. Warum spricht in diesem Kreis eine Top-Beamtin aus dem Bundesfinanzministerium? Wir haben ja Werkzeugkästen. Da können Sie Ihre Mandanten beruhigen. Ernsthaft? Wir haben über... Das ist ja witzig. Aber gut, das ist eigentlich auch klar, ne? Da kann man sich wahrscheinlich gut was nebenbei noch verdienen, wenn man so ein bisschen Consulting macht. All das diskutiert. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir das Interview nicht gemacht. Und wenn Sie nicht so nett wären, würde ich es jetzt auch abbrechen. Und dann lassen wir Schauspielerin Esther Schweins für uns noch geheime Daten über Deutschlands Milliardäre enthüllen. Na, neugierig? Wer sehen will, was sich mit Geld kaufen lässt, beginnt am besten hier. Monaco, Yachtshow. Superjachten gehören zu den teuersten Luxussymbolen der Welt. Sie kosten bis zu 500 Millionen Euro pro Boot. Dafür sind sie komplette Maßanfertigungen. Das heißt, der Besitzer bekommt alles, was er will. Den eigenen Heli an Deck. Nice. Das muss man auf jeden Fall haben. Den selbstspielenden Flügel. Ja. Und an der Wand im Salon ein Original. Alle Bilder an Bord sind von Beltracchi. Ja. Aber es sind keine Fälschungen, sondern es sind echte Beltracchi. Ja. Und in dieser versteckten Garage verbirgt sich übrigens der neueste Trend der Saison. Ein Mini-U-Boot für private Tauchgänge. Also es ist wie so ein Accessoire für das Boot eigentlich, oder? Richtig, also bei uns fällt das unter den Begriff Toys, ist also eines der Spielzeuge. Ja, Spielzeuge, ja, richtig. In der Yachtbranche merkt man, dass es immer mehr Menschen gibt, für die ein paar Millionen Peanuts sind. Über 1000 neue Superjachten wurden in der letzten Saison bestellt. Ein Viertel mehr als im Jahr davor. Und sie werden länger. Die deutsche Werft Abeking hat gerade ein... Ich denke auch. Eigentlich, der Trend geht zur Zweitjacht, oder? 118 Meter Boot verkauft. Die Zahl der Superreichen in Deutschland steigt ja auch, merken Sie das? Ja, wir hatten früher überhaupt keine Kundschaft aus Deutschland. Jetzt haben wir doch schon Anfragen aus Deutschland. Und die Leute wollen auch zeigen, was sie erreicht haben im Leben. Das sind nicht nur immer Leute, die das auch richtig für sich nutzen, sondern auch als Aushängeschild nutzen. Ja, vor allem, wenn die sagen 500 Millionen, ne? Und wenn das sozusagen jetzt das Nonplusultra des Statussymbols ist, dann muss uns allen ja eigentlich klar sein, dass das wirklich, also wenn das Ding ist, was man kaufen kann für Geld, ne? Alles, da, was da drüber noch kommt, ist sowas wie ein Land, eine Insel oder so, einen halben Kontinent, ne? Eine Bundesregierung. Finanzminister. Irgendwas, was sozusagen, weil
ein Konsumgut für so viel Kohle. Ne? Damit kann man ja, damit, das ist ja wirklich nur, das ist ja nur zum Spielen. Ne? Da hat man ja wirklich richtig geil, fühlt es sich doch wahrscheinlich erst an, wenn man wirklich Macht ausübt mit etwas, mit seiner Kohle. Flugzeugträger, ja, vielleicht, aber Privatarmee, ja, sowas, genau. Also wenn man sozusagen Chef wird von so einer Söldnertruppe. Monaco ist wie eine Karikatur großen Reichtums. Was man hier versteht, ist die dekadente Seite von Vermögen. Mehr aber auch nicht. Wie ist es wirklich, so reich zu sein, dass man sich all das hier kaufen kann? Das wollen wir wissen und fragen deutsche Milliardäre, ob wir sie treffen können. SAP-Gründer Hasso. Also was jetzt, die Originalversion ist länger, oder was? Moment. Also, ZDF Mediathek, Superreiche. Ganz schön idyllisch hier am Rhein. Ingelheim, eine ganz normale deutsche Kleinstadt. So, wir scrollen jetzt einfach mal nach. Aber hier in Paris-Bourget, einem Flug an Superreichen in Deutschland, steigt ja auch, merken Sie das? Ja, für sich nutzen, sondern also, auch als Aushängeschild. Till erzählt uns, wie es ist. Monaco ist wie eine Karikatur großen Reichtums. Was man hier versteht, ist die dekadente Seite von Vermögen. Mehr aber auch nicht. Wie ist es wirklich, so reich zu sein, dass man sich all das hier kaufen kann? Das wollen wir wissen und fragen deutsche Milliardäre, ob wir sie treffen können. SAP-Gründer Hasso Plattner, Internetmilliardär Ralf Dommermuth oder Hans-Peter Wild, den Chef von Capri-Sonne, die alle drei übrigens auch Yachten besitzen. Und wir fragen viele andere deutsche Superreiche, aber keine Chance. Wir bekommen nur Absagen. Okay. Doch dann plötzlich. Also wer Word-Dokumente mit Nachnamen macht und dann X daneben malt, der würde von mir auch keine Zusage kriegen. Werden wir eingeladen. Salzburg Flughafen. Privatjet-Terminal. Milliardär Hans-Peter Wild ist nach langem Zögern bereit, uns mitzunehmen. Wir fliegen nach Paris. Zum Profi-Rugby-Club Stade Français. Den sich Wild gekauft hat. An Bord nicht nur Chefstewardess Monique, sondern auch das Trinktütchen, das ihn reich gemacht hat. Herr Wild, werden Sie eigentlich gerne Mr. Capri-Sun genannt? Ich identifiziere mich mit der Capri-Sun. Das ist ein weltweites, sehr erfolgreiches Getränk, von dem in Amerika zumindest niemand weiß, dass es aus Deutschland stammt. Ja. Trinkhalm rein, Capri-Sonne raus. Mm. Ja, und es ist halt wirklich so ein typischer Fall von, wo der Kapitalismus komplett fehlt. Ne? Es ist wirklich nur ungesundes Gift und es produziert Plastikmüll. Also da ist alles schlecht dran. Ne? Alles ist daran schlecht. Die Capri-Sonne ist eine der deutschen Wirtschaftswunder-Erfolgsgeschichten. Hans-Peter Wild hat die Firma von seinem Vater übernommen und mit der genialen Idee für eine ganz neue Verpackung zum Ach so. Er hat die Firma von seinem Vater übernommen. Das heißt, es ist auch noch Nazi-Kapital. Das macht es natürlich noch besser jetzt. Weltkonzern gemacht. Sein Werbekuh? Die Kampagne mit Boxer Muhammad Ali. That is the greatest like me of all time. Haben Sie eigentlich sowas wie ein Lebensmotto? Hard work and fun. Hard work. Es gibt keinen Erfolg ohne harte Arbeit. Egal wo. Ich habe immer hart gearbeitet. Und dann braucht der Mensch, der braucht auch etwas zum Loslassen. Also, wir haben ja gerade die Kinder in der Türkei gesehen. Das meint er damit wahrscheinlich, ne? Oder? Das meint er. Auf dem Feld arbeiten. Und 20 Cent für eine Kiste Tomaten kriegen. Und das ist fun. Dazu gehört auch dieses Flugzeug, mit dem ich, also bis vor Covid, dreimal im Jahr um die Welt geflogen bin. Viele Sachen kann man ja gar nicht machen ohne ein Flugzeug. Wie dieses, ja. Beweglichkeit und Raum, Dasein und so weiter.
für mich ist es der erste Flug. Er hat ja recht. Viele Sachen kann man gar nicht machen ohne Flugzeug. Zum Beispiel fliegen. Er hat ja einfach mal recht. Flug mit einem Privatjet. Und ganz ehrlich, es ist wahnsinnig bequem. Landung in Paris-Bourget, einem Flughafen, den man nur mit Privatflieger ansteuern darf. Die Wagen stehen schon bereit. Ein paar Schritte übers Rollfeld. Keine Kontrollen, keine Schlangen. Und nicht mal eine halbe Stunde später sind wir schon in der Pariser Innenstadt. Schneller geht's nicht. Wenn Hans-Peter Wild in der Stadt ist, übernachtet er meist hier, im Le Bristol. Ein Hotel, das übrigens der deutschen Milliardärsfamilie Oetker gehört. Ha. Wild empfängt uns zum Interview in seiner Suite. Oh, schön. Er bekommt hier einen Sonderpreis. Regulär kostet die Suite an diesem Wochenende 17.000 Euro pro Nacht. Und zwar, man glaubt es kaum, ohne Frühstück. Das wird extra berechnet. Wie ist es eigentlich, es sind doch, mehr das Geld ist alles zu gar kein haben, Problem, als oder man was Spesen jemals jetzt wird ausgeben können? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Habe ich schon noch nie nachgedacht. Nein. Also ich meine, er ist ja auch intellektuelle Elite, das wussten wir ja jetzt schon, dank seiner tautologischen Fähigkeiten. Aber er hat natürlich auch noch nie darüber nachgedacht, was er jetzt eigentlich mit der ganzen Kohle machen soll. Ne? Ist auf jeden Fall sehr gut, welches zu haben. Ja, es gibt nämlich Autonomy, Unabhängigkeit. Ich hatte nie Cash, weil das ganze Cash ja ins Unternehmen geflossen sind. Und ich war ganz konkret, war ich im Hurricane Hugo, das war 89 in Puerto Rico. Und bin Gott sei Dank im ersten Flugzeug da rausgekommen und habe gesagt, mein Gott, du hast ja kein Cash. Ja? Und dann habe ich reingeschrieben in meine Objectives, ich will in den nächsten 5 Jahren so und so viel Cash haben. Und dann hatte ich 150 Millionen Cash. Ja? Zum ersten Mal in meinem Leben. Wie war das für Sie? Und ich habe es gut angefühlt. Ist das Bild, was... Hä? Ja, okay, keine Ahnung. Was will mir der Dichter damit sagen? Ich check's nicht. Damit er jetzt Koks und Nutten, oder was? Aber das lässt der doch da organisieren. Das macht er doch alles nicht selber, oder was? Der braucht doch gar keinen Cash. Wozu braucht er jetzt Cash? Einfach zum Haben, oder was? Damit er mal so Dagobert-Style mal so ein bisschen schwimmen gehen kann. Was von Vermögenden in Deutschland existiert. Ist das fair? Ist ein negatives Bild, würde ich sagen, ja. Mein Vater hat mir, als er noch relativ jung war, hat er mir gesagt, das größte Problem in deinem Leben, was du haben wirst, ist die vielen Leute, die auf dich neidisch sind. Ist es gerecht, dass eine Person mehrere Milliarden besitzt und andere so wenig besitzt? Also ich sag mal ganz ehrlich, ich bin nicht neidisch auf den Mann. Ohne Scheiß. Ich will dieses Leben nicht haben. Nein. Mir geht's so gut, wie es jetzt ist bei mir. Nein. Ja, das ist auch die Frage, die ganz akademische Frage. Für mich stellt sich mir natürlich, man könnte auch sagen, 3 Milliarden, warum hat jetzt der Bezos so und so viele Milliarden als... Im Ranking der reichsten Deutschen belegt Hans-Peter Wild Platz 77 mit 3,1 Milliarden Euro. Grob geschätzt, und zwar vom Manager-Magazin, das jedes Jahr eine Liste der Superreichen veröffentlicht. Aber Moment, da fehlen doch Namen. Zum Beispiel die Familie hinter dem Pharmaunternehmen Böhringer aus dem beschaulichen Ingelheim. Unseren Daten zufolge besitzt sie mindestens 50 Milliarden Euro. Das wäre Platz 1. Wir fragen beim Manager-Magazin nach. Dort bestätigt man uns, dass tatsächlich auf der Liste einige der reichsten Familien fehlen. Das liegt daran, dass diese Familien vor Jahren mit Anwälten gegen die Liste vorgegangen sind. Deshalb hat sich das Manager-Magazin verpflichtet, sie nicht zu nennen. Es gibt in Deutschland keine offizielle Vermögensstatistik. Man kann nicht einfach nachlesen, wer wie viel besitzt.
Aber dieses Jahr hat ein Team aus Rechercheuren in Kleinstarbeit aus verschiedensten Quellen alle verfügbaren Informationen über Deutschlands Milliardäre zusammengesetzt. Ein riesiger Datensatz, der uns exklusiv vorliegt und der Überraschendes enthält. Was genau, zeigt Ihnen unsere Vermögensverwalterin. Gib alles außer auf. Ja, gib alles außer auf. Oh. Ich sehe, ich habe Besuch. Ach. Sie wollen also einen Blick in den geheimen Maschinenraum der Reichtumsvermehrung werfen, ja? Na gut. Ich habe Informationen bekommen, die vorher noch niemand bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen Blick in den Maschinenraum der Reichtumsvermehrung erlangen werden. Aber diese Inszenierung ist wahrscheinlich Teil des Produkts, des Endprodukts, was wir hier sehen jetzt, ja? Sie ist immerhin irgendwie Beraterin für irgendwas. Man hat mir Daten zugespielt. Einen ganzen Koffer voller Daten über Deutschlands Milliardäre. Großartige Daten. Also für mich. Denn es gibt noch mehr extrem Reiche in Deutschland als bisher angenommen. Und sie sind noch reicher. Und das bedeutet, oh, noch mehr Kunden für mich. Okay, ja. Verstehe ich, ja. Sehen Sie mal hier. Ich habe hier die Namen von mehr als 200 Milliardärsvermögen. In nur 3 Ländern der Erde gibt es mehr. Und Deutschlands Milliardäre haben noch viel mehr Geld als bisher vermutet. Und zwar 500 Milliarden Euro mehr. Damit könnte man dieses Haus hier 500.000 Mal kaufen. Oder ganz Berlin. Na, also fast alle Wohn- und Geschäftshäuser. Oder Sie geben einfach möglichst viel von dem Geld an mich. Als kleine Annehmlichkeit. Denn ich helfe Ihnen ja schließlich dabei, dass Ihr Geld immer mehr wird. Schaltet die Stellenanzeige online. Wir wachsen! Ja! Berlin, Kurfürstendamm. Ich bin mit einem Mann verabredet, dem zwar nicht die ganze Stadt gehört, aber doch einiges. Nicht nur dieses Haus und dieses, sondern auch dieses hier. Ganze Straßenblöcke. Hallo, Herr. Aber das war jetzt noch nicht die, das war jetzt noch nicht der Maschinenraum der Kapitalvermehrung, nein? Grüßen Sie, Herr Mayer. Das ist also Ihr Haus? Ja, das ist das Haus, was wir als letztes groß saniert haben. Gehen wir rein? Ja. Wir haben das saniert. Das Haus war mal ein Grand Hotel. Ist Teil dieser harten Arbeit. Thomas Pscher hat es für einen 3-stelligen Millionenbetrag renoviert. Wo heute die Weinkühlschränke sind. Ach, das waren die Aufzüge? Das waren die Aufzüge. Und Sie gehen auch drauf ein, ne? Sie wiederholen es. Er hat das für so und so viel Kohle renoviert. Da sehen Sie im Grunde noch genau die Belichtung der Aufzugsschächte. Sind wahrscheinlich auch nicht die schlechtesten Tropfen hier drin. Nein, also das gehe ich mal von aus. Was ist der teuerste Wein, den Sie haben? Weiß ich gar nicht. Der Geschäftsführer weiß, was ist der teuerste Wein im Haus? Ein Massetto 2017, der kostet 2.000 Euro. 2.000 Euro für eine Flasche? Eine Flasche. Gönnen Sie sich solche Weine auch? Nein, überhaupt nicht. Kein Interesse. Der ist ja toll. Thomas Pscher kommt aus einer Familie, die seit Generationen reich ist. Sein Großvater Robert Pferdmenges war Bankier und Berater von Bundeskanzler Adenauer. Der Familie gehörten Anteile der Privatbank Saal Oppenheim, in ihren besten Zeiten die größte Europas. Auch Pscher hat eine Yacht, eine Segeljacht. Er war erfolgreicher Rennfahrer und Chef der Edelmarke Bugatti. Also was wir jetzt hier so sehen und miterleben, ist ja nur ein kleiner Teil Ihres Lebens. Sie sind Erbe, Sie sind ja, aber Unternehmer. Bin ich eigentlich, also ich kann Ihnen nur sagen, das Erbe ist da. Sonst, ich hatte einen guten Start ins Leben, wenn man das, das ist gar keine Frage. Aber das ist nicht das, was ich im Leben verdient habe. Nee? Nicht mal an der Achivo. Das habe ich alles selber verdient. Woran machen Sie es denn fest, dass Sie mit den Dingen, die Sie anpacken, Erfolg haben?
wenn ich was mache, rechne ich mir schon aus, dass man scheitern kann. Jeder kann scheitern, das ist doch nicht so schlimm. Also ich bin ja jetzt fast durch mit dem Buch von Robert Sapolsky, ne? Ich weiß nicht, dazu braucht man eigentlich nichts sagen, oder? Aber, also, er hatte schon auch einen guten Start, hat er gesagt. Aber, wisst ihr, also, es sind vor allem seine weisen Entscheidungen und sein einmaliger Stil, seine Seele, die ist einfach großartig. Er hat es wirklich... Er ist einfach ein Premium-Mensch. Aber letztendlich, das gleiche mit dem Restaurant, das wird zum Erfolg hier. Vorher hören wir nicht auf. Ja, das wird zum Erfolg. No. So geht's. Habt das gehört? Und dann erfahren wir von Thomas Pscher, wie man unter Superreichen Nachbarschaftsstreitigkeiten löst. Eines Tages nämlich beschwerte sich sein Mieter Gucci über das Gewerbe im Nachbarhaus. Ein Bordell. Wo war das Bordell? Hier, direkt um die Ecke. Hieß Flamingo Bar. Okay. Und dann haben sie das Haus gekauft, damit das Bordell rauskommt. Ja. Wirklich? Ja, sicher. Hier war das Bordell drin. Und zwar bis hinten durch. Großes Bordell. Im Kölner Reichenviertel Marienburg hat Thomas Pscher zwei Häuser. In einem lebt er, in dem anderen, dieser Villa, ist nicht viel mehr als sein Büro, aus dem er sein Vermögen verwaltet. Wie reich sind Sie denn? Im Internet steht 1,4 Milliarden. Das ist ja Quatsch. Totaler Blödsinn. Da steht, Sie seien der reichste Kölner. Ja, das bin ich vielleicht tatsächlich. Aber es dürften ja schon, wir haben ja die Häuser in Berlin zum Beispiel gesehen, mehrere hundert Millionen sein. Das ist richtig. Ja, das ist schon richtig. Ja. 50% der Deutschen, also die ärmere Hälfte, besitzt, was glauben Sie, wie viel Prozent des Gesamtvermögens? Ich kenne diese Statistiken. 1,4%. Ja, klar. Und wenn die jetzt 10-20% kriegen, was passiert dann? Haben sie 20% mehr Konsum. Das ist eine kurze Blase. Naja, sie haben ein bisschen mehr Sicherheit. Die geben natürlich alles für Pall Mall aus. Sicherheit im Leben. Wenn die das entsprechend tatsächlich in dieser Richtung benutzen würden, dann haben sie recht. Tun sie das? Weiß ich nicht. Aber es klingt jetzt so, als würden die Leute mit dem Geld nicht umgehen können. Ich sorge dafür, dass gewisse Sachen passieren. Er sorgt dafür, dass gewisse Sachen passieren. Wenn das Geld verteilt wird, wird es nicht investiert. Und dann passieren nicht diese gewissen Sachen. Ausgegeben. Das kann ja auch investiert werden. Die Leute können nur nicht, wenn sie nichts haben, können sie auch nicht. Dann sagen Sie mir mal, die Deutschen sind kein Land der Eigenverantwortung. Ja, genau. Aber wenn wir jetzt in Italien wären, würde er das nämlich nicht erzählen, ne? Oder in irgendeinem anderen Land, da würde er das nicht erzählen. Es hängt jetzt an den Deutschen. In einem Punkt waren sich die Superreichen einig. Grundsätzlich ist es in Ordnung, dass sie so viel mehr haben als andere. Weil sie sich ihr Vermögen erarbeitet, was aufgebaut haben. Erarbeitet. Und weil sie im Hochsteuerland Deutschland viel ab... Hochsteuerland. Ist bekannt, wie viel Steuern die zahlen, ne? Aber gilt das denn für null alle? Oder so. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich im Warum er nicht checkt, was er für ein Lappen ist? Ich sag dir warum. Weil ihm niemals jemand gesagt hat, dass er ein Lappen ist. Weil er so reich ist, natürlich einen Selektionsfilter eingebaut hat. Leute, die ihm was sagen dürfen, die werden sich ja wohl hüten. Die wollen ja was von seinem Schwanzsaft abhaben und nuckeln so lange dran rum, bis sie mal einen Tropfen abkriegen. Dann können sie sich davon zwei Villen kaufen. Bewerbungsverfahren gegen Dutzende andere durchgesetzt. Das heißt, sie haben Biss gezeigt. Sie sind die Special Force der Superreichen. Ganz normal zu arbeiten ist aus steuerlicher Sicht suboptimal. Was war denn vorher Ihr Job?
Ärztin, Werbefachfrau. Angestellter. Schön blöd. Haben Sie ja ordentlich viel Steuern bezahlt, was? 48%. Das ist das, was Normalos wie Sie als Singles laut Netzwerk für Steuergerechtigkeit an Steuern und Sozialabgaben so abtreten. Die haben aber auch aus... So, wenn man da jetzt noch 25% Miete mit aufdrückt, ne? Die ja direkt in die Rentiersklassenhände wieder reingehen und so, dann wisst ihr, wer hier wen bezahlt. Leistungsgesellschaft und so. Der Typ hat doch damit rumgeprotzt, dass er übelst viele Immobilien hat. Ausgerechnet, wie viel Steuern für einen Mustermillionär so anfallen? 24%, also nur noch die Hälfte. Und das alles ohne Tricks. Überhaupt ist die Politik in den letzten Jahren den Superreichen, sagen wir mal, entgegengekommen. Nehmen wir zum Beispiel Sie hier, Frau Susanne Klatten, Unternehmerin, BMW-Erbin, geschätztes Vermögen mindestens 25 Milliarden Euro. Und gehen wir mal zurück auf das Jahr 1996. Da hörten wir im Radio die Fugees in Endlosschleife. Im Kino lief Werner, das muss kesseln. Und er hier war immer noch ewig Kanzler, Helmut Kohl. Damals, so steht es in den Daten, die mir zugespielt wurden, wären auf die BMW-Erträge von Susanne Klatten satte 61% Steuern fällig gewesen. Aber seit damals kannten die Steuern nur noch eine Bewegung runter. Was für ein Glück. Keine Vermögenssteuer mehr. Niedrigere Unternehmenssteuer. Und runter mit dem Spitzensteuersatz. Zurück in Paris, beim Rugby-Club Stade Français. Der Verein, den sich Capri-Sonne-Chef Hans-Peter Wild gekauft hat. Er ist hier Monsieur le Président, investiert viele Millionen. Vor dem heutigen Spiel soll er die Entwürfe des Designteams für die neuen Trikots. So, und nochmal, wenn du Monsieur le Président bist und du gehst irgendwo hin und alle lutschen dir den Schwanz, dann hast du halt nach 40 Jahren, also erstmal, du hast dieses Geburtslotto-Ding, ne? Das heißt, du wächst auf in einer Aristokratenfamilie, wo dir dein Vater schon erzählt, dass du einfach geiler bist als alle anderen und der Staat hat nichts von Steuern sind Diebstahl und so. Alle deine Peers suggerieren dir, dass du der Geilste bist. Wenn du dann irgendwann der Patriarch selber bist, dann hört das ja nicht auf. Diese Menschen sind psychisch krank. Die haben einen riesen Reality-Filter, den sie vorne draufgestülpt haben. Die haben gar kein korrektes Weltmodell. Die wissen gar nicht, wie die Abläufe sind in der Welt. Die können sie gar nicht beobachten. Die sind viel zu privilegiert. Kos absegnen. Wild gefällt der Farbton nicht. Der Geschäftsführer entschuldigt, das sei wegen des Druckers. No, it's due to the print. Yeah, that's right. They always have another excuse. Scheiße. I'm sorry. How did I like it? Wild fragt nach meiner Meinung. I'm neutral. Ich dürfte ja eh nicht mitentscheiden, sagt der Geschäftsführer. Ich sag's. Immerhin. Alter, jetzt müssen diese Boys da mit diesen pinken Trikots rumlaufen, nur weil dieser Milliardär irgendwie. Weil der einen Knick in der Optik hat. Oder was? Also, ich meine, das kann man doch nicht ernst meinen. Guckt euch die mal an, diese Boys. Hin, sein Team enttäuscht ihn an diesem Abend nicht und gewinnt. You're fighting, you're running, and I'm very positive. We're on the right track. So thanks, guys. Oh Mann. Hans-Peter Wild hat Deutschland vor Jahren verlassen. Er ist in die Schweiz gezogen, in den Kanton Zug, bekannt für niedrige Steuern. Er erzählt mir, dass er damals nach seiner Scheidung einen neuen Lebensmittelpunkt gesucht habe. Was sagen Sie denen, die finden, dass sie vielleicht wegen der Steuer Deutschland verlassen haben und dass das doch nicht solidarisch gegenüber Deutschland ist? Das will ich ja nicht rechtfertigen. Also wir haben eine große Wahl, die wir immer machen können, mit unseren Füßen.
dahin gehen, wo es so. Die wir immer machen können. Genau. Jeder könnte einfach da in die Schweiz ziehen. Es gefällt. Zum Beispiel die Kinder, die wir vorhin gesehen haben, die in der Türkei diese Tomaten ernten. Aus unseren Daten wissen wir, mehr als jeder Zehnte der deutschen Milliardäre hat bisher mit den Füßen gegen die Steuergesetze abgestimmt und das Land verlassen. Und in der Politik weiß man, gehen noch mehr Superreiche, sinken die Steuereinnahmen. Kein schlechtes Druckmittel für die, die noch da sind. Ob deshalb all das möglich ist, was wir über Monate recherchiert haben? Aber der Reihe nach. Beginnen wir hier. Der China Club. Ein exklusiver Privatclub. Eine Art Vereinsheim für Vermögende. Kameras sind eigentlich tabu, aber wir dürfen hinein. Seht ihr, was ich sehe? Es ist so schön. Ich habe ja wirklich schon drüber nachgedacht, ob ich mein Buch Die 10 Irrtümer des Dr. Rainer Zittelmann nenne. Nur für den Clickbait, weil es sind ja nicht mal 10 Irrtümer drin. Aber ich habe eigentlich ein bisschen darauf gehofft, dass wir Dr. Rainer Zittelmann sehen, weil der wird uns jetzt nämlich erzählen, wie toll das ist mit den Reichen. Und dass die ja auch einfach mal Leistungsträger sind und so. Und die nehmen, die packen was an und die verändern die Welt zu einem besseren Ort und so. Als Begleitung von Rainer Zittelmann, Multimillionär und Stammgast. Hier, das ist normalerweise mein zweites Zuhause, wo ich immer bin. Das ist mein Lieblingsraum. Wie oft waren Sie schon hier im China Club? Circa 3000 Mal. 3000 Mal? Ja. Bis zum Regierungsviertel sind es nur ein paar Meter. Das macht den China Club so attraktiv für die Elite aus Politik und Wirtschaft, wie es immer wieder heißt. Die sich den Rückzugsort einiges kosten lässt. Haben die jetzt Elite gesagt, ne? Ich wusste gar nicht, dass ZDF auch strukturell antisemitisch ist. 10.000 Euro Aufnahmegebühr. Dazu 2.500 Euro Jahresbeitrag. Plus Kosten für Speisen und Getränke. Können Sie einen Karottensaft bitte bringen und einen Kamillentee? Das ist schon alles am Tisch eigentlich. Wo, dann zeigen Sie mir, wo der Karottensaft ist. Ich sehe keinen. Sehen Sie den? Nee, da haben Sie tatsächlich recht. Sehen. Man muss schon ganz schön vermögend sein, um hier immer wieder herzukommen, oder? Ja, also sagen wir mal, mit Bürgergeld wahrscheinlich nicht zu finanzieren oder bestimmt nicht zu finanzieren, ja. Vor unserem Treffen hatte Rainer Zittelmann uns ein Video geschickt. Es zeigt ihn auf seiner Welttournee. Zittelmann ist nicht nur selber reich, sondern forscht und schreibt auch über andere Superreiche. Seine Bücher erscheinen in 30 Ländern. In Kursen gibt er außerdem Tipps fürs Reichwerden. So mache ich Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Sie schreiben, Reiche seien eine diskriminierte Minderheit. Das hat mich ehrlich gesagt. Ich komme aus dem Grinsen wirklich nicht raus. Sehr überrascht. Wie kommen Sie darauf? Ich habe geschrieben, es ist eine Minderheit, die mit Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert ist. Ja? Weniger so im täglichen Erleben, sondern in den Medien, ja? Oder auch in der Politik, dass immer irgendwie eine Stimmung gemacht wird gegen Reiche. Ja? Ich sage Ihnen jetzt, in meinem Bekanntenkreis sind überwiegend Unternehmer. Und ich kenne fast keinen, der nicht über Auswandern nachdenkt, und zwar ernsthaft nachdenkt. Das werden jetzt viele nicht tun. Aus unterschiedlichen Gründen. Und warum denken die über das Auswandern nach? Wegen dieser Stimmung. Ja? Wegen dieser Stimmung, weil sie sagen, ich fühle mich nicht willkommen, ich fühle mich nicht gewertschätzt. Sie laden ja zu Seminaren ein, in denen Vermögenden Tipps gegeben werden, wie sie ihr Vermögen steuerschonend anlegen können, zum Beispiel in Stiftungen in Liechtenstein. Warum machen Sie das? Warum geben Sie diese Seminare? Was ist das für eine Frage? Herr Dr. Life Coach Rainer Zittelmann. Sie machen Business damit, dass Sie reiche Leuten oder Leuten, die gerne reich wären, irgendwas erzählen und dafür kriegen Sie Geld. Warum machen Sie das?
ja, weil es dafür eine Nachfrage gibt. Das ist wie mit dem Hase und dem Igel. Es gibt hier einen Kampf zwischen dem Staat und der Politik auf der einen Seite und den Vermögen auf der anderen Seite, ja, wo die einen, der Staat versucht, immer mehr wegzunehmen und die anderen versuchen oft logischerweise irgendwie Mittel und Wege zu finden. Und ich spreche jetzt nur von legalen Wegen, um das zu verhindern. Ja. Staat, böse, Staat und Reiche, das wissen wir. Das sind ganz natürliche Gegensätze, die kämpfen immer gegeneinander. Die leben überhaupt gar nicht in einer Symbiose. Null. Und sie wollen. Und das ist auch überhaupt nicht der Grund, warum die Reichen dann einfach trotzdem in Deutschland bleiben. Den Vermögenden da helfen? Ich will mir erst mal selbst helfen, indem ich so eine Veranstaltung mache und auch damit Geld verdiene. Superreichen sagen, wie sie auf ihr vieles Geld weniger Steuern zahlen müssen. Ein lukratives Geschäftsmodell. Nicht nur für Rainer Zietlow. Ja. Also, wenn ihr mal irgendwen besucht und ihr seht, dass er eine Version von sich selbst 16 Mal ausgedruckt an der Wand hat, fragt ihn vielleicht, ob er beim Seminar von Dr. Rainer Zittelmann war. Zittelmann. Wir hören, es gibt eine ganze Branche, die sich genau darauf spezialisiert hat. Übrigens, immer in ETFs investieren. Jeden Monat 5 Euro zurücklegen, dann seid ihr in ein paar Jahren Millionär. Frankfurt Bankenviertel. Wir sind hier für einen ganz besonderen Termin. Ich treffe jetzt gleich einen Mann, der sehr, sehr lange überlegt hat, ob er uns ein Interview gibt. Er ist Steuerberater, aber kein normaler Steuerberater, sondern Steuerberater für Superreiche. Unser Informant ist einer der renommiertesten Experten seiner Branche, einer äußerst verschlossenen Branche. Äußerst. Wer mit Journalisten spricht, riskiert seinen Ruf. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Geh hoch. Auch er hilft Vermögenden, die Steuern zu senken, zu gestalten, wie es heißt. Im Rahmen des Gesetzes, das ist ihm wichtig. Andere aber, sagt er, würden viel aggressiver vorgehen. Zum Schaden aller. Was ist der Unterschied zwischen legaler, legitimer Steuergestaltung auf der einen Seite und aggressiver Steuergestaltung auf der anderen Seite? Also legal und aggressiv sind jetzt hier offensichtlich Gegensätze. Legal heißt in erster Linie gesetzeskonform. Legitim, fast gleichbedeutend, hat aber schon eine kleine moralische Wertung und soll heißen, dem Gesetzeszweck entsprechend. Die aggressive Steuergestaltung hingegen ist eine Steuergestaltung, die auf Lücken, auf Schlupflöcher setzt. Bei welchem Steuersatz kann ich denn mit aggressiver Steuergestaltung landen? Bei aggressiver Steuergestaltung, insbesondere unter Zuhilfenahme grenzüberschreitender internationaler Strukturen, kann man bei Gesamtsteuerbelastungen von bis zu 1% oder weniger landen. Ganz ehrlich, ich bin kein Steuerexperte, aber weniger als 1%, das kann nicht fair und nicht legitim sein. In rechtlichen Kategorien gedacht, gibt es den Begriff fair nicht. Das Gesetz regelt, was erlaubt ist. Eben. Nur dieser Weg steht ja dann nur den großen Vermögen offen. Und diejenigen, die wenig verdienen oder kleine Vermögen haben, die können ja diesen Weg. Das haben wir hier zwar noch nicht begründet, aber das wissen wir schon, dass das so ist. Ne? Das gar nicht wählen. Dieser Weg steht jenen Vermögen offen, die über eine gewisse Vermögensstruktur verfügen. Wer zum Beispiel einfach Lohneinkünfte bezieht, bezieht die da, wo er arbeitet. Hier ist per se wenig sogenannter Gestaltungsspielraum. Ja, da kann man und wenig so Zettelpoesie betreiben das Vermögen gestalten. Und sich das in grob das System vereinfacht, hängen. Das Vermögen wird aufgeteilt in kleine Schachteln. Jede ist ein eigenes Unternehmen. Zum Beispiel wandern die Grundstücke der Häuser in eine Grundstücksverwaltungsfirma. Wenn man dann Rechtsform und Orte perfekt wählt, lassen sich so jede Menge Steuervorteile einsammeln. Ganz legal. Was kosten diese Berater so? Nun, das sind hochspezialisierte Berater. Das können Sie im Verhältnis mit Herzchirurgen, Gehirnchirurgen, die an den großen Universitätskliniken dieser Welt operieren, vergleichen. Wir haben hier sicherlich Stundensätze zwischen 400 und 900 Euro. Pro Stunde? Pro Stunde. Das sind in der Regel international aufgestellte Kanzleien. Kanzleien, die, selbst wenn sie nur national agieren, mehrere hundert bis mehrere tausend Mitarbeiter haben. Das ist jetzt kein Nischenphänomen, sondern das sind riesige Kanzleien. Beratungskonzerne.
Ja. Consultant. Wir wollen mehr über diese Beratungskonzerne wissen. Über die, wie es heißt, Steuervermeidungsindustrie. Vor allem den Namen einer Großkanzlei hören wir immer wieder. Flick Gocke Schaumburg, genannt FGS. Wir hätten gerne mit FGS gesprochen, ein Interview aber lehnt die Kanzlei ab. Königstein im Taunus. Uns wurde gesagt, FGS würde Steuersparmodelle besonders aktiv anbieten. Bei Infoveranstaltungen mit Vermögenden und deren Beratern. Im Taunus. Das wollten wir uns mal anschauen. Im Juni waren wir schon mal hier, in diesem Luxushotel. Damals mit versteckter Kamera. Auf der Konferenz eines Seminaranbieters, gestaltet von Flick Gocke Schaumburg. Der Titel: Betreuung privater Vermögen und Familienunternehmen. Teilnahmegebühr 1400 Euro pro Tag. Ein Top-Anwalt von FGS erklärt, mit welchen Konstruktionen Vermögende Steuern vermeiden können. Verpacken Sie Ihre Wohnungen in ein Wohnungsunternehmen. Mehr als 300 vermietete Wohnungen, dann können Sie diese Wohnungen übertragen. Nutzen Sie zwischen GmbHs. Und dann ist der Gewinn nach Ablauf der Frist steuerfrei. Gründen Sie eine Familienstiftung. Weiterer Vorteil einer Familienstiftung: Vermeidung der Wegzugsbesteuerung. Vermögen, auf das Steuern anfallen, wird hier schädliches Vermögen genannt. Und dieses schädliche Vermögen muss unschädlich gemacht werden. So heißt das hier. Das ist ja einfach steuerfrei. Deswegen kann man darüber nachdenken, Cashboxen zu installieren. Wir können die Unternehmensbeteiligungen jetzt ohne schädliches Verwaltungsvermögen und damit ohne Schenkungssteuer auf die nächste Generation übertragen. Mhm. Ja, Cashbox, klar. Uns hat sehr überrascht, wie offen auf Konferenzen wie diesen Steuertricks für Vermögende angepriesen werden. Und wir fragen uns, was sagen eigentlich die Superreichen dazu, die offen darüber reden, es anders zu machen, anders mit ihrem Vermögen umzugehen? Ich bin mit einem Mann verabredet, dessen Vermögen auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt wird und der angekündigt hat, fast alles nach und nach zu stiften. Harald Christ, Chef und Namensgeber der Firma Christ & Company. Wir können hier schon mal reingehen. Früher hat man gesagt, das Vorzimmer, aber das ist ein bisschen old-fashioned. Das ist hier eigentlich die Kommandozentrale. Aha. Die Leute, die hier sitzen, sind wichtiger als ich, weil wenn hier nicht gut gearbeitet wird, wenn das hier nicht funktioniert, funktioniere ich nicht. Harald Christ, Arbeitersohn aus Worms, hat zwei steile Karrieren hingelegt. Eine in der Wirtschaft und eine in der Politik. Er war erst bei der SPD, wechselte dann zur FDP und warb als Schatzmeister Millionenspenden ein. Den Großteil seines Vermögens hat er mit Investments verdient. Sind Ihnen denn mal so Steuermodelle oder Steuergestaltungsmodelle angeboten worden? Ständig. Was halten Sie davon, wenn jemand das nutzt? Sicherlich hätte ich auch die Möglichkeit, meine Steuern zu optimieren. Muss ich es deswegen machen? Nein, die Entscheidung trifft jeder für sich. Sie finden es aber okay, dass andere das machen? Und dass es ganze Kanzleien gibt, die sich darauf spezialisiert haben? Das ist ein netter Versuch. Ich weiß schon, was wir rausholen. Es geht übrigens genau in die Richtung, wenn wir jetzt mal ein bisschen direkter werden, in dem ein Bild suggeriert werden soll. Die Reichen versuchen, sich zu optimieren, zulasten derjenigen, die nicht so viel haben. Da kann ich Ihnen sagen, ich kann nur für mich sprechen. Auf mich trifft es nicht zu. Und was andere machen, die Beispiele müssen Sie mit denen diskutieren. Wir insinuieren auch gar nicht, dass die irgendwas Verbotenes tun, sondern das sind nur Beispiele dafür, für die Frage, geht es in Deutschland steuerlich gerecht zu? Ich will jetzt nicht vor laufender Kamera und dann noch live im Fernsehen über solche Themen diskutieren. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir das Interview nicht gemacht. Und wenn Sie nicht so nett wären, würde ich es jetzt auch abbrechen. Wir besprechen es ja ganz offen. Also wir versuchen ja gar nicht in irgendeine Richtung zu gehen, sondern wollen Ihre Meinung dazu hören. Keiner, der Geld hat, muss in diesem Land bleiben. Und die, die da sind, die wollen da sein. Die zahlen auch ihre Steuern. Die tragen auch Risiken. Aber mir ist einfach wichtig, das Signal zu setzen. Und ein Bild als Unternehmer auch zu zeichnen, wo nicht die Stigmatisierung, die werden morgens wach mit Steuersparmodell und gehen abends ins Bett mit Steuersparmodell. Ich sage Ihnen, ich denke gar nicht über Steuersparmodell. Es ist mir egal. Ja? Mir ist es wichtig, dass etwas passiert in diesem Land und dass Unternehmer und Vermögen, Menschen mit Wohlstand, Verantwortung übernehmen, Haltung zeigen, sich einbringen. Das habe ich dazu zu sagen.
Um es nochmal ganz klar zu sagen, natürlich gibt es viele Menschen wie Harald Christ. Superreiche, die hohe Steuern zahlen und spenden. Aber es gibt eben auch andere. Was ich Ihnen bisher erklärt habe, gehört zum Standardprogramm. Langweilig. Wir wollen jetzt mal gemeinsam so richtig tief in die Steuertrickkiste greifen. Nehmen Sie zum Beispiel ihn hier. Matthias Döpfner, wichtigster Mann im Springer Verlag. 2020 hat Friede Springer, also die Witwe von... Andreas Döpfner, das war auch der mit diesem Plan, ne? Der Elon Musk diese Messages die ganze Zeit geschickt hat und ihn zugespammt hat, wie es geht, wie sie jetzt sozusagen global operierende Right-Wing-Propaganda über Twitter machen und wie es am besten funktioniert und so. Und wenn ich mich recht erinnere, arbeitet will jetzt OpenAI mit zusammenarbeiten mit Axel Springer, ne? Auf jeden Fall auch einer von den Leistungsträgern. Axel Springer ihm ein, sagen wir mal, ziemlich kostbares Geschenk gemacht. Anteile an Springer in Höhe von 1 Milliarde Euro. Sehr freundlich. Ja, und eigentlich auch eine Bombennachricht für das Land Brandenburg, in dem Matthias Döpfner wohnt. Denn wenn so ein großes Geschenk gemacht wird, dann werden auch ordentlich Steuern fällig. Schätzungsweise 300 Millionen Euro. Aber alles graue Theorie. Das Land Brandenburg wartet bislang noch auf diesen Geldsegen. Also wir können natürlich nicht in die Steuerunterlagen von Herrn Döpfner blicken. Aber ich kann Ihnen sagen, wie ich solche lästigen Steuern elegant umschiffen würde. Und jetzt kommt das Stichwort. Verschonungsbedarfsprüfung. Ich muss es noch mal aussprechen. Verschonungsbedarfsprüfung. Das ist mein ganz persönliches Lieblingsschlupfloch. Denn wenn jemand 1 Milliarde Euro geschenkt bekommt und dann aber sagt, Entschuldigung, ich habe leider gerade nicht das Geld, um Steuern zu bezahlen, dann muss er es auch nicht. Das ist die Verschonung von armen Superreichen. Also jetzt wissen wir natürlich, dass Matthias Döpfner nicht mittellos ist. Aber kurz bevor die Schenkung gekommen ist, da hat er auf seinem Konto nochmal aufgeräumt. Und er hat Anteile an Springer gekauft im Wert von circa 276 Millionen Euro. Ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, warum. Aber ich hätte da eine Idee. Denn wenn das Geld in dem Unternehmen steckt, das man geschenkt bekommen hat, dann zählt es nicht. Ist das nicht toll? Ja, und so können wir es einfädeln, dass selbst jemand, der 1 Milliarde Euro geschenkt bekommen hat, nicht einen Cent Steuer bezahlt. Traumhaft. Aber das ist halt auch immer so ein Klassiker, ne? Also immer wenn man sich überlegt, okay, ich schreibe jetzt hier mal einen Gesetzestext, ich designe jetzt hier mal die Spielregeln dieses Systems. Normale Menschen, wenn man jetzt einfach mal ein paar Programmierer hätte, die logisch denken können, weil die Juristen kriegen es ja offensichtlich nicht hin oder sind korrupt, dann gibt es unendlich viele von diesen Sorten von Hacks, die man einfach mal haben kann. So wie Briefkastenfirmen auch, so klassische Dinger oder diese Cashboxen, ne? Das sind ja einfach nur Tochterunternehmen. Das ist immer linke Tasche, rechte Tasche, wenn man sich Rechnungen schreibt und so. Und auf dem Zettel hat man dann halt keinen Gewinn gemacht und so. Dieser Schwachsinn, ne? Der ist offensichtlich. Und es ist eine völlig naive Vorstellung, dass das irgendwie anders gehen kann. Also, dass man das irgendwie besser durchziehen kann, sobald das System hinreichend kompliziert ist. Wie jetzt so ein Steuersystem in Deutschland zum Beispiel ist. Das ist also nicht verwunderlich. Verwunderlich ist sozusagen eher die Naivität, mit der so dagegen noch argumentiert wird. Und wir haben ja zum Beispiel auch Steuerfahnder, ne? Und wenn die ihren Job ernst nehmen, dann werden sie irgendwie entlassen. Also wenn sie versuchen, irgendwie dicke Fische an Land zu ziehen und so. Was die machen sollen, ist
die mit wenig Macht, die sollen sie piesacken und am besten richtig fertig machen. Richtig eisekalt machen die ganze Zeit mit irgendwelchen Berichtspflichten und so, klar. Zettel. Wir wollten wissen, wie kann das sein? Wie schafft es ein solch offensichtliches Schlupfloch wie die Verschonungsbedarfsprüfung ins Gesetz? Wer ist dafür verantwortlich? Wir haben sehr lange gesucht und wir haben sehr, sehr viele Telefonate geführt. Und am Ende haben wir das bekommen. Das Eckpunktepapier, in dem die Verschonungsbedarfsprüfung zum ersten Mal auftaucht. 2015 war das. Es stammt aus dem Bundesfinanzministerium, Abteilung Vermögens- und Erbschaftssteuer. Geleitet wurde diese Abteilung damals von ihr, Ministerialrätin Gerda Hofmann. Sie ist bis heute in diesem Amt. Und ganz ehrlich, wir hätten nie gedacht, wo wir ihr wieder begegnen würden. Hier, in Königstein, auf der Tagung von FGS, bei der man lernen konnte, wie Vermögende Steuern sparen. Hier auf dem Programm steht ihr Name, Gerda Hofmann aus dem Finanzministerium. Aber das ist doch jetzt auch sozusagen ein alter Hut, oder was, dass die Leute, die die Gesetze schreiben, die Leute, die sozusagen am Drücker sind, die Leute, die das Interesse haben, die Banker, die wissen, wie man die Schlupflöcher benutzt und so, die hängen zusammen rum und die erzeugen im Prinzip mehr oder weniger Finanzprodukte damit. Also Standard jetzt. Witzig ist nur, dass sie noch in dieser Tätigkeit arbeitet, ne? Also, dass es so offensichtlich ist. Das ist witzig. Abteilung Vermögens- und Erbschaftssteuern. Auf dem Ankündigungsplakat hinter ihrem Namen der Hinweis: spricht nicht in dienstlicher Eigenschaft. Wirklich? So privat klingt das nicht. Frau Hofmann hat mir gerade schon verraten, dass sie ihr Skript wahrscheinlich gar nicht bemühen wird, weil sie andere, ganz aktuelle Themen aus dem Bereich der Gesetzgebung mitgebracht hat. Vielen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein, sehr geehrte Damen und Herren. Was Gerda Hofmann mitgebracht hat, ist eine Warnung. Anfang des Jahres könnte eine Steuervergünstigung bei der Grunderwerbsteuer wegfallen. Sie sagt, die Info sei ganz frisch. Das weiß ich nämlich erst seit Dienstag. Es geht um eines der Lieblingsspielzeuge der Steuergestalter: verschachtelte Personengesellschaften. Auch ein Baustein in Steuersparmodellen. Bisher. Sehe ich hier betretene Gesichter? Die Ministerialrätin beruhigt. Das Problem wird sich lösen lassen. Wir haben ja Werkzeugkästen. Jedenfalls habe ich eine ganze Menge. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Sie insofern ruhig schlafen können. Es kann ja nicht sein, dass plötzlich am 1.1. die Einnahmen sprudeln. Ich sehe alle Finanzminister mit Talerchen in den Augen, wie Dagobert Duck. Das kann nicht sein. Da können Sie Ihre Mandanten beruhigen. Und zum Abschluss noch ein besonderer Service der Ministerialrätin für die zahlenden Konferenzgäste. Ich habe mir erlaubt, Ihnen alles Wesentliche, was seit Oktober 2022 in der Finanzverwaltung passiert ist, in den Unterlagen aufzuarbeiten. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen alles Gute. Wow. Also nur um das nochmal zusammenzufassen. Die Frau, die hier hinter mir im Bundesfinanzministerium die Abteilung zu Vermögens- und Erbschaftssteuern leitet, eine Staatsdienerin, von uns allen bezahlt, spricht auf einer Konferenz von denen hier. Flick, Gocke, Schaumburg. Bekannt für aggressive Steuergestaltung, vor allem für Vermögende. Und diese Top-Beamtin aus dem Bundesfinanzministerium warnt die Berater davor, dass sich ein Steuerschlupfloch schließt, sagt aber: keine Sorge, ich habe da meine Werkzeugkästen. Und das alles in angeblich nicht dienstlicher Eigenschaft. Ernsthaft? Wir bitten das Bundesfinanzministerium mehrfach um eine Stellungnahme. War der Auftritt genehmigt? Hat Gerda Hofmann Geld dafür erhalten? Das Ministerium beantwortet diese Fragen nicht. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner will nicht mit uns sprechen. Ja, Fragen nicht beantworten, Standard halt, ne? Nachdem Logisch. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ein Interview über die Macht der Vermögenden ablehnt,
verabreden wir uns mit dem Generalsekretär der Regierungspartei SPD. Lol, SPD. Kevin Lol. Kühnert. Lol, Kevin. Wir zeigen ihm die Aufnahmen aus Königstein. Wir haben ja Werkzeugkästen. Jedenfalls habe ich eine ganze Menge. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Sie insofern ruhig schlafen können. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen... Ich habe heute gehört, dass die... Nancy Faeser, die ist von der SPD, ne? Die will jetzt durchdrücken, dass der Verfassungsschutz Leute, die beobachtet werden, bei normalen Bürgis, dass der hingehen kann zu normalen Bürgis und sagen kann, hier, dein Nachbar, wir beobachten den. Der ist nicht ganz koscher. Pass lieber auf, der könnte extremistisch sein. Das kann der also sie wollen, dass der Verfassungsschutz dieses Feature bekommt. Der bürgerlichen Diskriminierung, dass sie das machen können. Na, und das ist sozusagen im Moment verboten, verstößt gegen Gesetze. Und genau, Stasi-Scheiß. Und Nancy Faeser möchte aber sozusagen das jetzt unbedingt durchdrücken und versucht jetzt sozusagen irgendwie Hebel anzusetzen, um diese bestehenden Menschenrechte, sowas wie Datenschutz und so, wegzukriegen. Damit man dann unliebsame Klimakleber und so richtig kaputt mobben kann, bis in die Psychose, damit sie alle in der Klapse landen. SPD übrigens. Alles Gute. Ja, das ist ein dickes Ding. Dickes Ding. Also, Wut ist ein zu kleiner Ausdruck für das, was ich da gerade gehört habe. Ich kenne jetzt nur diesen Ausschnitt, aber ich fand das klar genug. Und ich habe irgendwie, also das ich habe mir irgendwann mal von Kevin Kühnert den einen Auftritt bei Thilo Jung reingezogen und seitdem habe ich den Eindruck, dass Kevin Kühnert so ein nützlicher Idiot ist. Und ich nehme da mal an, dass alle in der SPD irgendwann mal nützliche Idioten waren, bis sie dann Bundeskanzler werden oder sowas. Oder Nancy Faeser oder hier Andrea Nahles oder so. Und spätestens dann sind sie einfach korrupt und dann ist auch okay. Ne? Vorher nützliche Idioten, die wirklich noch auch ihre eigene Geschichte glauben irgendwie. Weil Kevin Kühnert würde ja garantiert noch diese Geschichte erzählen, dass er irgendwie, naja, ihr wisst schon, Arbeiterpartei, linke Politik, wahlweise Menschenrechte oder so, je nachdem. Ja, richtig, Marco Bülow war mal SPD, genau. Und der hat sein Bestes gegeben und sein Ergebnis nach irgendwie 11 oder 12 Jahren Arbeit mit Regierungsbeteiligung war ja, dass er nichts machen kann. Na, das war sein Ergebnis. Es ist unmöglich, was auszurichten. Alles so belastbar ist, wie ich es gerade gesehen habe, dann kann das nicht ohne Konsequenz bleiben. Auf dem Ankündigungsplakat stand in nicht dienstlicher Eigenschaft nur das, was sie vorgetragen hat. Das war doch dienstlich. Das, was sie sagt, baut ja ohne Wenn und Aber auf dienstlich erlangtes Wissen auf. Das hat sie sich ja nicht im Finanzteil des Handelsblatts angelesen. Es entsteht der Eindruck, dass aus der Tätigkeit für den Staat, für die Regierung, für unser Gemeinwesen Wissen rausgezogen wird, was für Kapitalinteressen an anderer Stelle eingesetzt wird. Die meisten Menschen in Deutschland, die ihren Alltag aus Erwerbseinkommen bestreiten, haben ja quasi kein Steuer- Umgehungsmodell. Die gucken sich sowas an und fragen sich natürlich, ob sie hier eigentlich im falschen Film sind. Und also ich frage es mich in dem Fall ehrlich gesagt auch. Natürlich haben wir Kevin Kühnert auch damit konfrontiert, dass die Verantwortung für die Steuergesetze mit all ihren Lücken letzten Endes bei der Politik liegt. Auch seine Partei, die SPD, regiert seit Jahren mit, hat daran aber so gut wie nichts geändert. Stimmt, sagt er. Es gäbe aber aktuell keine politische Mehrheit für einen Kurswechsel. Und so endet unsere Reise in die Welt des ganz großen Vermögens mit einer guten Nachricht. Zumindest für die Superreichen. Vermutlich bleibt alles so, wie es ist. Wo geht's jetzt als nächstes für Sie hin? Ich fliege jetzt aufs Boot. Auf Ihre Yacht? Ja. Aber haben Sie manchmal auch ein schlechtes Gewissen? Hier zum Beispiel sind wir ja im Privatjet. Ja, hätten wir das zu Fuß gehen sollen? Eben. Denk doch mal nach. Das ist die Alternative. Wir hätten mit der Bahn fahren können. Ja? Fahrrad.
Was hätten wir denn machen sollen? Ja, wir haben doch keine Wahl. Richtig. Danke. Und Esther? Mhm. Wärst du auch gerne superreich? Na klar. Nee, obwohl nicht. Ah. Hm. Eine schwere Frage. Okay, also. Das ZDF hat sich zusammengetan und mal eine Empörungsdoku gemacht, ja? Damit jetzt alle kurz mal sich empören und vielleicht auch ein bisschen resignieren und dann aber jetzt mal wirklich alles so bleibt, wie es ist. Ich mach mal Werbung an und hol mir ein Bier und so. Ich klicke hier mal auf den Button. Vielleicht funktioniert der Button, vielleicht auch nicht. Ich will mal